Alzombor, du hast dich verschrieben. Soll das jetzt heißen hier für Vorwürfe gegen Zomborino? Der geschrieben Dumber. Also du hast Minecraft im Hintergrund angehabt oder wie? Nein, ich hab's geöffnet. Digga, wie schön. Digga, was ist denn hier alles gebaut? Heilige Scheiße, das war übelst laut gerade eben. Moment. Digga, ich renn noch mit Eisenrüstung rum. Das war gerade übelst laut. Fuck, Alter, wenn es sich jetzt irgendein Nachbar oder irgendjemand anders, der hier wohnt, jetzt beschwert, nicht wundern, wenn es jetzt gleich an der Tür klopft und ich schnell weg muss. Ich glaube nicht, dass das passiert. Nein, so laut war es auch nicht. Aber manchmal schreie ich schon laut. Aber das gerade eben das Was? Das war schon laut. Was? Bro, ich bin da. Oh, heiliger Bämmer, ich bin da. Digga. Ich renne wieder online, was ist denn jetzt los? Alter, hab ich lange kein Minecraft mehr gespielt. Oh mein Gott. Digga, 5 Leute online hier. Was hast du mit toter Server, Alter? Ich hab nicht toter Server gesagt. Ich hab gesagt, nur noch halblebendig. So. Also ich geh mal zum Nether Highway wieder dabei. Kann ich das Dragon Egg? Tja, nur wenn du mir meine Eier kraust. Mann, ich kann das nicht. Ich hab doch nicht meine Elytra, Digga. Irgendwann baue ich einen Duper dafür, wirklich, das nervt mich. Ich gebe das doch nicht jedem, ich baue einen Duper dafür. Digga, wer hat dieses Banner hier bei mir an mein Netherportal gemacht? Dieses Polen-Banner. Dein Bereich ist ab sofort Naturschutzgebiet. Denkmalschutz meine ich. Ja, das habe ich jetzt so beschlossen. Okay. Jetzt, dein Haus ist ab sofort. Ich kann nicht gehen. Ich bin beim Netherportal, by the way, bei mir. Ich trink ordentlich. Digga, das ist Strohhalm. Wie soll ich denn sonst trinken? Soll ich mir den Strohhalm ins Arschloch stecken oder was? Ich kann doch nur über den Mund trinken. Was wollt ihr denn? Trinken. Oh mein Gott. So, ich gehe jetzt hier in deine Bude und dann hole ich dich da raus. Wer chillt da drüben? Irgendeiner chillt da drüben. Ich komme gerade mal angelaufen. Where the fuck are you, man? That's you, man. Yo, there I am. Ich renn einfach noch mit Eisenrüstung rum, Bro. Oh yeah, Bro. Da merkt man mal, wie lange ich nicht mehr gespielt habe. Ja, aber meine Rüstung ist auch beschissen. Ich habe eigentlich gar keine Rüstung. Meine Rüstung, ich habe keine enchantete Rüstung. Ich habe gar nichts. Bei mir ist es einfach so, wenn meine Rüstung kaputt geht, tue ich mir neue Diamond-Sachen craften, aber mehr auch nicht. Ich muss das auch irgendwann mal machen. So, Moritz, soll ich dir dein neues Zuhause zeigen? Sag mir mein neues Zuhause. Das ist nämlich die fucking Insel, wo jeder drauf lebt. Komm mit. Ich kann alles geben, kennt ihr das? Alles klar. Was meinst du damit? Ich bin... Das ist Zomber. Ach so, Zomber. Können wir nicht einfach in den Discord-Call zu dritt gehen? Zomber hat auch das... Come on. Come with me. That's your new fucking home, man. Guck hier unten, was sie alle gebaut haben. So, Server und Joe, das ist unsere Butze, okay? Das ist nämlich La Isla. Das ist... La Isla? Das ist die Insel. La Isla Nubla? Ah. Was? Ah, Zomber, ob du Discord kannst, ich weiß. Hallo Kartongi, grüß dich. Alter, Digga, der Kartongi, Digga, wir rennt hier mit vollen Leather. Ja, Digga, du warst auch schon nicht mehr online, stimmt. Digga, so. Guck ihn dir mal an. Was? Oh, eine Energy-Chest hat er hier auch noch, der Bre. Digga, der Beacon, der wird nicht so sehr. Welcher Beacon, Digga, das sind 10 Beacons. Warte, Zomberino. Ich füge euch, Kartongi. Wir gehen jetzt alle zusammen in einen Discord-Call, okay. Ich füge noch Zomber hier hinzu in den Call. Ich geh mal kurz in den Discord. So, Zomber. Zomber? Ja, Digga, er ist aber weg. So, nur am Anfang gehen wir. Zomber eigentlich den Minecraft zum. Oh, ich hab Diamantblöcke bekommen. Danke, weil wir auch die gerade kommen. Ich hab auch einen Diamantblock im Inventar. So, ich fühle dich mal rum auf der Insel. Also, Moritz. Also, komm mal mit. Ich bin maximal bereit. Also hier ist Hallo. Es. Hallo Zomber. Hier ist das, das Highway-Portal. Das ist so hässlich, das ist unglaublich. Ja, das ist auch hässlich. Vor allem, wenn du über die Seite durchgehst, dann fällst du einfach direkt runter. Ich muss das mal richtig machen. Aber das ist das Highway-Portal. Hier kommst du auf den Nether Highway. Okay. Ich sehe hier unten auch schon 20 Beacons. Wenn wir hier runtergehen, dann kommt eine riesengroße. Ach du Scheiße. Ach du meine Fresse. Ich habe keine Lytos, sorry. Ja, wir gehen ja mal. Ja, das ist ja alles noch ein bisschen nicht so gut gebaut. Alles ein bisschen bombensorisch. Warum stehen jetzt die Beacons hier unten? Hatten wir nicht mal andere Beacons? Ich glaube bestimmt irgendeiner. Oh, ihr habt alles umgebaut. Was ist denn jetzt seit. Ich war einen Tag nicht online. Ihr habt ein Konduit? Ja, keine Ahnung. Warum habt ihr ein Konduit? Können wir mal bitte ganz kurz festhalten? Ich will eine Server-Rundtour machen. Bin einen Tag nicht online und der komplette Server ist komplett anders. Wie soll ich denn jetzt eine Server-Rundtour machen? Naja, auf jeden Fall, hier sind irgendwie Beacons, keine Ahnung. What the fuck? Was habt ihr denn gebaut? What the fuck? Und kann nichts dafür. Kartongi. Dicker, was habt denn ihr hier gebaut? Hast du kein Leben? Was habt denn ihr hier gebaut? Naja, ich bin die Treppe hier lang. Yo, bin oben. Bro, eigentlich ist es keine Server-Rundtour. Egal, was ist denn hier passiert? Ich weiß selber nicht.
Ich war halt einmal vor 10 Jahren, Digga, und hier sah es aus, da war nix hier. Ja, auf jeden Fall hat hier anscheinend der Karton ein bisschen einen Platz gebaut. Hier hat er irgendwie noch die Berliner Mauer gebaut, plus mit ein paar Öffnungen drin, dass wir keine Karton sag mal, wie lange hast du noch Ferien? Bei welchem Bundesland wohnst du? Nee, der ist in Österreich, glaube ich, oder in der Schweiz. Ach, in Österreich? Ja, das habe ich dir doch gesagt, das ist mein Problem. Ich habe so viele Zuschauer, die nicht aus... Das ist das Problem, Kartongi, du bist das Problem mit deinen Augen. Nein, so meinst du das nicht. Ich meine, ich habe so viele Zuschauer, die in der Schweiz oder in Österreich wohnen, Alter, dass das Problem ist, dass ich, weißt du, ansonsten würde man so sagen, so, ja komm, ich bin immer dann, besonders dann oft live in Ferien oder so sind, aber Bro, ja, das geht halt nicht mehr. Bei mir sind so viele unterschiedliche Zeitzonen, da kann ich immer online sein, immer. Ja, bei uns in Sachsen ist es kackegal, wir haben eh wieder in einem Monat Ferien, also von daher habe ich ja, Bro, mich eigentlich keine Ahnung, wenn, ja, bei mir ist es eh egal. Ja, auf jeden Fall, ja, also hier ist irgendwie ein Kartongi, seine Base, also das ist zumindest den sein Lager, so wie ich es mitbekommen habe, das ist den sein Lager, ja. Das ist den sein Lagerraum. Komm mal rein. Okay, ich soll ein Camtier nur sein Pixelart angucken. Wo ist denn das? Ja, da haben die irgendwie ein Pixelart von meinem Logo gemacht. Das habe ich aber auch noch nicht gesehen. Guck mal hier die Tür an, warte. Okay. Zack. Das ist ehrlich cool. Ja, das hat er aber safe mit Tutorial gemacht. Da habe ich auch gerade gedacht, aber ich kann nicht. Und hier kann dann auch noch eine zweite Etage hochkommen. Hier. Nusssuppe. Komm mit. Ich muss dann noch Camtier nur sein Dingsbums angucken. Kein Pixelart. Ja. Hier, und hier ist noch irgendwie die zweite Etage. Wo irgendwie. Alter, Digga, Leute. Mir ist Scheiße ins Auge geflogen. Wo irgendwie noch Enchanter ist und... Ist das geil. Ach, das sind Zauberbücher? Ach, wer hat denn in Deutschland jetzt noch Ferien? Ach, Bro, das ist so weird. Ich komme gar nicht mit dem System. Ihr habt noch irgendwer in Deutschland Ferien? Ich glaube nicht, oder? Hier kann man irgendwie auch hoch? Haltet alle Bundesländer mittlerweile Schule? Nee, ab Montag eigentlich. Ach, Digga, hier. Und hier ist dann irgendwie noch... Ich weiß, was das hier für ein Block ist. Ich habe einen Shader drin. Ich erkenne nichts. Was ist denn das? Was soll was sein? Was hier das für ein Block ist? Der ist wirkt bei mir wie eine Wassertextur. Das ist Tinted Glass. Getöntes Glas. Warum hat das bei mir eine Wassertextur? Keine Ahnung, was du für einen Ohio-Server nutzt, Shader. Ich hab einen Path-Tracing-Shader drin. Ja, Moritz, brauchst du eine Elytra? Die haben anscheinend noch eine übrig. Kartongi, was ist? Ich hab's nicht gelesen. Moritz, brauchst du... Ja, ich brauche Elytra, bitte. Wenn du eine hast, schenk mir. Aber jetzt ist ja die wahre Frage. Wirst du denn jetzt nach dieser Session wieder online kommen? Das ist die Frage, wie lange ich Bock habe, um ehrlich zu sein. So. Ja, und hier draußen ist halt fucking viel Shit. Keine Ahnung. Oh, Digga, Kartongi, du bist so ein Ehrenmann. Es ist unglaublich, ich danke dir. Hätten wir noch Raketen gegeben. Und wenn wir hier runtergehen... Ach so, ja, Creeper Farm, ja, die Raketen haben wir unendlich von. Die hab ich gebaut. Auf jeden Fall. Ja, krass, gut, dass du auch mal was machst. Wenn wir hier lang gehen, hier ist irgendwie ein Karton seine Erstbase irgendwie, da ist so ein Baum eingenistet. Weil, kann mir kurz jemand sagen, wie man dieses Pferd ausspricht? Skelettpferd. Endig. Ach so. Endig. Ja, keine Ahnung, was der denn für einen Namen gibt. Ist irgendwie Dings, aber ist irgendwie nichts mehr drin. Interessant. Aha. Ey, jojo, der Kyler, ciao, ciao. Wo bist du? Ich bin über dir. Ach, Digga, ja, du kannst auch hier runtergehen. Dann kommst du nämlich in den Untergrundbereich. Alter, geil. Ah, hier ist eine noch nicht ganz vollständige Map. Aber ich höre einen Dispenser irgendwie. Ihre Base. Digga, warte mal, hier war doch irgendwo. Ja, hier stimmt. Bro, Moritz. Komm mal her. Moritz, bist du. Komm hier. Hier der Hund. Der heißt ja Anuk. Ja. Ich hab schon mal im Sommer gesagt, was wäre, wenn Anus. Ich dir einen Name-Tag gebe und den Anus nenne? Mal gucken, wie lang es mich auffällt. Digga, ich hab vorhin meinen Ring abgelegt, du weißt nicht, wo ich meinen Ring lege. Ach ja, schon nichts. Digga, Alter. Zeus und Cookie und Speedy. Speedy, sag mal her, haben die keine Name-Tags? Warum haben die keine Name-Tags, Mann? Keine Ahnung. Wer von denen ist jetzt Zeus? Wer von denen ist Cookie? Ah, Cookie ist dann klar. Wer von denen ist Zeus und wer von denen ist Speedy? Zeus ist, glaube ich, der Blaue. Und der Cookie ist klar. Cookie ist definitiv braun. Also wenn das nicht Cookie ist, dann weiß ich auch nicht. Sowohl... Alter, wer ist denn jetzt hier noch dabei? Phil GHG, wer bist denn du? Ja, das ist der Bruder von Karton. Das ist der Bruder von Karton. Na, grüß dich. Scheiß Pixel. So, okay. Zeig mir so... Kein lauf los. Ich guck's mir an. Zeig mir, wo es ist. Ja, nein, Karton ist doch nur ein Schau. Geil, hier sind irgendwie noch Villager von denen. So, wir müssen jetzt erstmal schnell das Pixelart anschauen. Warte mal. Ich geh. Oh. Wo bist du? Ich lauf einfach Karton. Camp Dendo, da, wenn ich ihn sehe. Wir müssen zusammenbleiben. Ich finde ansonsten selber nicht zurecht. So, Jungs, ehrlich, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich weiß auch nicht, wo du bist. Ich bin jetzt beim Nether Portal. Ich bin beim Nether Portal mit dem Camp Dendo. Okay.
weiter. Okay, weil irgendwie haben nämlich Camtento und Katongi haben nämlich ein Pixel-Art von meinem Logo irgendwie gebaut, so wie ich das mitbekomme. Das gucken wir jetzt an. Ja, das soll ich jetzt schon Ewigkeiten mal anschauen. Lecker. Wohin muss ich? Ach, ich flieg dem einfach daher. So. Ja, wir müssen irgendwie zum Spawn. Moritz, hast du Level 1er Dingens? Was Level 1er Dingens? Rakete? Ja, weiß ich nicht. Ja. Dann kann ich Level 2er gehen. So, alles gut. Alles gut. Reicht mir. Bro, wir gehen gerade so viele Leute gleichzeitig durchs Portal, dass wir alle gar nicht mehr reinpassen. Digga, jetzt sind so viele Leute gerade online, es ist geisteskrank. Wo muss ich hin? Und wer werft hier rein? Ich weiß es nicht. Der werft irgendeinen Huren. Irgendwie so in die Richtung. Daraus. Digga, ich seh nix, es ist hier zu dunkel. Es ist hier zu dunkel, ich seh nix. Also ich kurz, muss ich kurz meinen Shader ausmachen. Wo steht denn das Ding? Ich muss kurz meinen Shader ausmachen, ich seh nix. Ich krieg den anderen. Hier ist irgendwie noch ein Portal. Also, Bro, ich finde mich selber nicht zurecht. Dan fliegt einer lang, Dan fliegt irgendeiner lang, ich weiß nicht, wer es ist. Ich warum steht hier überall Portal? Ach, die hab ich selber ja mal gemacht. Oh. Ui. Ui. Tschüss. Nochmal abbauen. Digga. kostenlose Rohstoffe. Ey, danke schön. Ich wollte ja gebaut mal 25. bis 26.12. als Weihnachtsgeschenk. Okay, oha. Gebaut von Kentendo und Katongi. Materialien gefarmt wurden. Ja. Und frohe Weihnachten an den Server und alle Mithelfer nachträglich wünschen. Sehr süß, Jungs. Das habt ihr süß gemacht. Das habt ihr wirklich sehr toll gemacht. Katongi, Kentendo, Applaus. Kann ich ehrlich sein? Clap in the Chat. Wer zur Hölle ist am 25. und 26. online und baut eine... Am 25. und 26. Wir waren am 24. online im Stream. Ja, das ist noch schlimmer. Ey, Leute, also habt ihr nichts mit euren Familien... Jungs, habt ihr nichts mit euren Familien gemacht oder so? Also, Zombo, du hast was mit deiner Fam gemacht, oder? Wahrscheinlich. Ja. Hab ich auch gedacht. Ich aber war nicht mal hier. Ich auch. War ich daheim? Doch, ich war daheim. Ja, aber scheiße. Daheim. Vor allem diese kleine Bro, Moritz, wenn wir jetzt hier schon sind, kann ich dir eigentlich noch meine alte Base und Zomba seine alte Base zeigen. All in die Lava, schau. Oh, nee, den alte Base wollen wir nicht sehen. Doch, die kann ich dir zeigen, aber da musst du mir hinterher fliegen, okay? Muss ich selber mal gucken, was für eine Richtung, so, let's go. Also, Kentendo hat was mit seiner Fam gemacht, aber er hatte auch noch genug Zeit dafür. Ist zwar ein Fehler. Scheiß drauf, Karton, das hält niemanden auf. Ihr müsst das schon fixen, wenn da ein Fehler drin ist, also ehrlich. Nee, Spaß, bitte, lass es so, das sieht gut aus. Die Alter, Digga, was hast du gerade gemacht? Fliegen hier so rum wie so Kampfjet. So, genau. Ja, Bro, Alter, wie als wärst du die US Army und sind gerade auf irgendeinen so Einsatz. Wer macht denn hier mit seinem Scheiden diese Kapriolen, Rüdiger? Rüdiger, nicht solche Kapriolen hier. Rüdiger, nicht so tief. Tombo, bist du das oder was? Oh, holy shit, lag. Ja, lag, hab ich auch mal gedacht. Nee, ich verfolge Pyto, ich will ihn schlagen. So, jetzt kommt ja gleich meine alte Base, die nie ganz fertig war. Nicht mal ansatzweise eigentlich. Alter, was ist denn das hier? Ist es die Baustelle, die besagte? Alter. Ach da, nee, hier war irgendwo mal ein Netherport. Ja, das war ganz am Anfang mal. Ja, hier war ich mal. Und dann habe ich nie wieder gespielt danach. Wir looten jetzt, wieso? Ja, entstandene Bücher, nur Scheiße. Ja, das brauche ich auch. Ui. Ihr habt ja ehrlich nur Scheiße bei euch. Brauche ich auch. Alle looten. Ja, also ehrlich, also wenn ich was brauche, dann klaue ich mir von irgendwem, also so nicht. Mach es einfach, geh bei Piso, die Blocke eh nicht mehr. Na eben. Alter, so. ihr habt Skalk, geil. Das Skalk? Ja, das breitet sich auch irgendwie auf der Insel bei uns aus. Ja, deswegen ist es geil, deswegen, das plant ich überall geheim hin und dann ist heute die ganze Insel damit voll. Okay, so, jetzt Gülm ist da noch ein Zomba, sein wunderschönes Prachthaus. Camtendo, hau rein. Doch, hier ist ein Zomba, sein wunderschönes Prachthaus noch. Moritz, komm mit. Ja? Ich zeig dir Zomba, sein wunderschönes Prachthaus hier in der Richtung. Der ist so, wie soll ich sagen, dass ich nicht gecancelt werde? Das hier? Nein, das ist schön, Zomba, das ist schön. Was ist schön? Der ist pink. Ja, das ist schön. Das ist pink. Guck mal, hier sind sogar irgendwelche Schilder. Was das ist? Zombo, darf ich fragen, was das ist? Was ist das? Das ist eine Strip-Club. Wer hat das denn geschrieben? Danke, Zombo, für die 3 Dia-Blöcke und ein Video. Das war der Kartongi. Wenn du Materialien brauchst, dann kann ich dir kostenlos besuchen. Katongi, du bist so ein netter Mensch. Es ist unglaublich. Nee, der hat mal Sachen genommen von mir und dann... das ist eigentlich nur das Schutzgeld, was er noch abzahlen muss. Ich klau dir ein bisschen Zeug, by the way. Mach ruhig. Oh, geil. Curse of Vanishing, das wollte ich nicht. Zieh mir die Dia hoch. Moritz? Ja? Würdest du mal hier schlafen und ich geb dir Full Netherite und ich krieg dafür deinen Kopf? Du willst meinen Kopf haben? Ja, für Full Netherite Armor. Das ist gebombt. Warte. Da hast du auch noch eine Dings. Oh, scheiße. Durch dieses Ritual muss jeder Spieler einmal durch.
Ich hab mein, der reicht nicht, warte, ich leg mal Zeug nach oben rein. Mach das. Aber du musst deinen Spawnpoint hier am Bett setzen, mach noch schnell. Aber ich hab. Bin so bereit? Ja, ja. Im Namen des Herrn, ich töte dich nicht. Ja. Ja, Gerechtigkeit. Hier, da hat nochmal Enchantments drauf. Danke. Digga, so gute Rüstung hab ich nicht mal. Ja, deinen Kopf hab ich schon. Stark, Alter. Ich kann die Trap hier noch rausnehmen. Jo, Alter, Digga, warum sind wir denn eigentlich alle so OP-equipped inzwischen? Wie kam das denn eigentlich? Ja, weil du, Digga, ich hab dir schon gesagt. Ja, okay, ich bin scheiße equipped, ich weiß. Man muss es nicht noch extra sagen. Man muss es ihm noch nicht unter Nase rein, der Arme. Soll ich dir Full Deer geben? Das kann ich mir ja selber holen. Ja, selbst ich bin jetzt besser equipped als du, glaube ich. So, anderes Thema. Der drüben ist ein Sommer seine Wikinger-Arena irgendwie. Die haben noch ein Mending-Buch oder so? Das ist mein Elytra ist was kaputt. Ist Elytra schon was vernichtet? Beim Karton, die. Ich hab Phantommembran. Ich hab auch Membran. Da kannst du die. Aber das kostet aber Anvil. Das kostet aber auch nichts. Ja, ich hab nicht viele, aber reicht vielleicht. Ich hab 14 Level. Wenn wir ein Anvil hier haben, warte, ich craft kurz ein Anvil. Aber Mending brauche ich auf alle Fälle, weil das hält eh. Warte, ich craft kurz ein Anvil. Ich hab zu viel Eisen. Ich muss das mal loswerden. Also, Victor, ich muss noch sagen, dein Server ist sowas von kacke. Warum? Ich war eine Woche offline und auf einmal despawnt meine Netherite Full Spitzhacke aus meinem Inventar. Wie? Ich schaue das nicht mehr. Vielleicht hast du auch einfach Demenz, also. Nö. Vielleicht hast du einfach Demenz. Also. Kannst du mir deine Elytra geben? Ich repariere sie dir. Das bin ich, Dummkopf. Ach, oh, Scheiße. Ah, Scheiße. Ja, als Zomer, das lassen wir so, ne? Dann ist ja irgendwann ein super Wort von uns. Hier. Danke dir. Ich hab schon gewundert, dass du ohne Helm rumläufst. Du hast meinen Kopf gesehen, ne? Ja. Das ist aber ehrlich geil, Alter. So, wir können wieder auf den Highway gehen. Danke ich für den Anvil. Bitteschön. Freunde, warum, von wem habe ich denn eine Freundschaftsanfrage bekommen? Freundschaftsanfrage? Du hast mein Skelettenpferd gefunden. Da, was ist denn da? Oh, stehen. Alle echte Leeren. Du hast ihn gefunden, die war eigentlich eingesperrt. Oh shit, da hat er sich durch deine Base gegraben. Muss er sich jetzt erstmal wieder rausgehen. So, also eine Sache kann ich dir aber noch zeigen, die ist wichtig. Ja. Ah, vielleicht den früheren, aber das war Mr. Sniff, der weggegangen ist. Mr. Sniff? Mr. Sniff ist doch auf der Insel. Ja, der ist aber einmal abgehauen. Keine Ahnung wie. So. Wenn du Essen brauchen solltest. Ja gut, wer hat die Farm geleert? Ich gerade. Vorführeffekt, was ist denn das? Wenn du auf die Scaffoldings da ganz hoch gehst und dich dort AFK hinstellst, dann spawnt hier so viel, dann kriegst du ja extrem viel Fleisch, dann hast du nie wieder aber Fleisch, ne, aber ja. Keine XP. Habt ihr XP? Oh Gott. Ja, wir haben eine Enderman-Farm. Ja. Enderman-Farm. Also direkt im... Die hab ich auch gebaut und die Farm hier hab ich auch gebaut. Pydo, ist auch gut, dass du mal was baust, weil du machst schon sonst nichts. Oha, okay. Ich bin ja ehrlich. Okay. Kenn ich nix. So. Okay. Ich hab noch was. Das war Kartongi. Wie alt ist Kartongi eigentlich? Ich weiß nicht. 14, glaube ich. Und du, Spor, wie alt bist du? Ich bin fast volljährig. Ich bin 25. Alter, oh, ich bin 25. Ja, bist du auch 18 dieses Jahr, Zombo? Bist du auch 18? Ja. Ah, wir kommen im Club. Was war das denn in Voice Crack? Wann hast du Geburtstag? Juli. Ja, dann bist du noch jung. Oh, jetzt hab's aber. Ja, lass mal Vincent raus, der Breda ist eh noch 5. Ja, komm, lass mal ihn töten. Wie alt bist du eigentlich? Vincent? Bist du 17 schon? Der ist doch 16, ne? Du bist doch 16! Du bist doch April, oder? Nein. Nicht ab. Mai. November. Mai! Oh, wow, als ob das so viel schöner, als ob das so viel länger hin ist. Ja, hier ist die Enderman-Farm, wenn du hier durch die Portal gehst. Ich weiß, es ist der 15 Portal, die hier oben rumsteht. Ja, hier gibt's halt hunderte kleine Sachen noch drumherum, aber der Großteil ist halt auf der Insel, deswegen zeige ich dir jetzt erstmal die Insel, weil da wird unterbrochen. Ah, zeig mir die Insel. Ja, weil die Insel ist am wichtigsten. Ach, übrigens, stopp. Hier ist noch Eisen. So random platziert, Digga. Ja, aber es gibt eine bessere Platz für Eisen. Hat der Basti auch schon gebaut. Wie? Digga, deine Farms sind einfach schnell. Oh, das ist ein Basti seine. Was ist das für ein Shit? Wo hat denn der Basti eine bessere Farm gebaut? Da auf dem Wasser, siehst du nicht? Jetzt hin. Komm, ja, das ist komm, doch. Folg mich. Ja. Folg mich. Hier. Ja, das ist ja die. Das ist ja noch Villager Breeder und nicht. Ah, ne. Ja, die Farm hier, das ist die im Nether rauskommt. Das ist die. Ach so. Okay. Ja, guck hier, ich bin hier uninformiert. Ja, weiß schon, was los ist jetzt. So. Was ist das hier drüben, bitte? Wo bist du? Was ist das hier drüben für ein großes Portal, Netherportal-Ding? Was? Das? Ist es die Eisenfarm? Ja, das ist die Eisenfarm. Was gibt's hier noch so zu sehen? Ja, hier drüben. Ich hab keinen Bock mehr auf Phantome.
Hier drüben ist Rail-Duper. Wenn du irgendwann mal Rails brauchst, der ist genug. Also von allem, von jedem Rail-Type ist hier genug, für immer. Rail-Duper. Ja, was brauchen wir denn Rails, ehrlich mal? Außer das zeigen wir dir gleich. Das brauchen wir schon hier, unterschätzt das mal nicht. Ich habe jetzt auch unterschätzt und dann habe ich Spitos große Scheiße gesehen, zerbauen wird. Unterschätzt das mal nicht, wir brauchen das hier. Irgendwann kommt zu der Pyto gemoddete Minecraft-Server, ich sag's euch. Ja, es gibt auch noch Mini-Nether hier. Oh, jetzt komm mal mit. Ja, ich bin dabei. Ja, guck mal hier, unterstellst das mal hier. Gibt's noch einen Mini-Nether? Geh mal rein, das ist richtig geil. Geh mal rein. Habt ihr da irgendwo Trap platziert? Nee, geh mal rein. Ist der in der Mini-Overworld? Nee, geh mal rein. Achso, das ist noch nach wie vor. Ja, hier unten wird alles zerbombt. Oh, heilige Scheiße. Wir sind eigentlich richtig weit unter dem Boden, aber hier wurde alles zerbombt. Jemand hat auch, glaube ich, so eine Maschine gebaut. Ja, hier. Ja, genau. Der kommt in den Nether, wurde hier zerbombt. Oder was? Alter, was ist denn da vorne besser? Digga. Mit Shader ist das so geil, ehrlich. Tombo, dein Helm ist... Also, du hast meinen Kopf auf. Madonki hat ein wenig Netherite gefarmt. Ja, yeah, ein wenig. Wenig. Du ja, siehst mir aus. Das sind halt richtig weitführende Gänge und alles. Und ich dachte, ich bin reich. Der Tunnelbohrer ist am Arsch. Jetzt müssen wir schauen, wo wir rauskommen. Ja, das ist immer noch verbuggt. Wo seid denn ihr jetzt? Wo seid ihr jetzt bei dir jetzt? Selbst brutal? Ich hab meins alle vergeben. Was für... Ja. Digga, aber ich komm, Digga, hier... bin ich blöd? Nee, ich hab noch Dann haben wir hier halt Dingsbums und dann... Warte mal, ich bin noch... Warte mal, schon mal zurück. Ey, wo bin ich denn jetzt? ach, lol, oh mein Gott, ich hab die ganze Zeit beim Zomba... Oh mein Gott, oh, ich bin oh, so... Oh, ja, Bro, nimm den scheiß Hut ab jetzt. Den Hut. Digga, du verwirrst ihn so sehr. So, jetzt kann ich dir ja mal in Zomba seine Base zeigen, wa? Ja, ja komm, ja. Komm mal mit hier. Zeig mal her. Der ist noch in Beta-Version. Guck dir das mal an hier. Sieht aus hier wie das Lava-Gefängnis. Wie Digga, Bowser's Castle aus Super Mario haben wir hier. Ehrlich, Bowser's Castle? Was ist das denn? Ja, ist noch richtig nicht fertig. Also diese Decken sehen richtig scheiße aus. Das ist nicht fertig. Ich hab gedacht, das soll so sein. Ich hab gedacht, das soll nur eine. Ich hab gedacht, das soll eine Wand frei sein. Wir haben hier ist übrigens so den sein, hier Digga, ist ein Zomba sein Aquarium. Was sind das für Dinger? Geist, was sind das für Dinger? Was Geist, sind Dinger? Die komischen Säcke hier. Ne, das sind die Sniffer. Achso, nee. Das sind die ich Töpfe. Hab keine Ahnung, ich hab noch nie... Ja, hier, guck hier mal, die Sniffers. Oh, die habe ich noch nie live in Action gesehen. Auch seid ihr niedlich. Hallo, Jungs. Ich mag gleich erstmal eine Wand kaputt. Oh, ja, das ist direkt sympathisch. Ich kontrolliere mal eine Wand kaputt. Süß. Seid ihr niedlich, Alter. Gott. Ja. Da liegt auch ein komischer Klumpen Scheiße drin bei denen. Ja, das die scheißen alles voll. So. Also, hey, Zomber, das Ei gebe ich wieder back. Liebe Grüße, Pido. Ich habe noch keine Ahnung, was du für ein Ei genommen hast, aber... Das Sniffer-Ei. Oh, Netherite. Was ist denn der Pitcher-Plan, Geist? Das war grad so geil. Geist, was ist denn der Pitcher-Plan, wenn ich fragen darf? Du hast Glück, dass ich Hunger habe. Was ist denn der Pitcher-Plan? Darf ich die anfangen? Damit kann man die vermehren. Weißt du was, ich hol mir jetzt mein Trident und dann bist du... Digga, ich hab Nein, Sommer, du kriegst dein Ei zurück. Okay, ah, das war du, der diesen Insel gebaut hat? Ja! Boah, was ein Dodge! Ach du Scheiße! Was ein Dodge! Digga! Best Dodges in Minecraft History. Warte, Jungs, ich helfe euch. Weißt du was? Ich sollte den jetzt töten, da oben. Alles gut, nein! Nein, das ist nur kontraproduktiv. Der wird sich da oben vermehren. Der wird eine Familie farm, bauen, machen. Ich glaube, das ist gerecht. Nein! Nein, er kann nichts dafür. Er kann nichts dafür. Er kann nichts dafür, dass Rapido ein Arschloch ist. Lass ihn am Leben, den Arme. Aber er kann nichts dafür. Lass ihn am Leben, bitte, der Arme, der kann nichts dafür. Töte ihn. Er hat's verdient. Töte ihn. Wo ich könnte gegen euch beiden kämpfen und ihr würdet verlieren. Ja, das glaube ich auch. Töte ihn, aber lass den armen Jungen hier am Leben. Wer weiß was. Guck mal, wie süß der ist. Ich verfolge den jetzt mit beiden. Wo ist er denn hin? Wo seid ihr hin, Geist? Ja, ich verfolge ihn. Wo seid ihr hin? Digga, ich hab gar keine Ahnung, wo ihr hin seid. Geh, meine Base. Was will er jetzt? Ich würde ja gerne die Base zeigen. Ja, wo muss ich denn dahin dafür? Ja? Ah, hier unten bleibt jemand. Komm her. Wer bleibt hier? Ah, das seid ihr beide, die euch hier bekämpft. Bitte Zomber, ich kann doch nichts dafür. Wer fliegt denn? Wer fliegt denn hier? Ist es Kartongi? Ja, es ist Kartongi. Kartongi, ich flieg dir mal hinterher. Alter, was ist denn das jetzt? Also Pito, wenn du jetzt hier stirbst, ne? Na Jungs, ich folge euch mal. Grüß euch zwei, das Geschwister-Duo. Ist es euer Base? Oder ist es nur Phil seine Base? Weiß ich nicht. Phil, ist das nur deine Base? Oder ist es eure Base? Oh nee, das ist Bastis Base vermutlich, dieses große Haus. Ne, das ist kein großes Haus, das ist ein kleiner Berghütte.
Warum bist denn du so schnell? Mein Gott. Mann. Nein, Zomba, das war doch nicht so gewollt. Digga, sweet. Der Ender Chest. Zomba, bitte Frieden, komm schon. Irgendwas. Du kickst das Ei doch wieder. Ja, nee. Doch, ja, komm, das wird ja eine Farm da oben. Das wird eine Sniffer-Farm da oben. Du hast dann unendlich Eier. Nein, bitte lass den Sniffer am Leben. Ehrlich, ich mein's ernst. Du hast dann unendlich Eier. Zomba, du hast unendlich Eier. Sweet Base hast du da, wirklich eine sweet Base. Du hast glücklos außer meine Reichweite gegangen. Digga, Zomba, wenn du diesen Sniffer tötest, wirklich, ich töte dich. Ich werde dich auf ewig verfolgen, bis ich ihn echt gefunden habe. Ich glaube, ich würde dich früher töten können. Der arme Sniffer, der Bree kann nichts dafür. Ja, ist gut. Ist dem armen Sniffer. Okay, der kann nichts dafür, dass da Pyto ein Arschloch ist. Zomba, Frieden? Ja, ist gut. Okay, ich vertraue dir. Also Phil, du hast eine sweet Base. Zomba, ich vertraue dir, okay? Ja. Ehrenwort? Ja. Die Ende ist schon von. Was spiel ich denn für Mods an? Was hab ich denn für so kleine Zeit? Ambient Sound habe ich bei mir grillen. Wir sind gerade grillen und ich stelle dich an. Ah, ist geil, Kardongi, haut rein. Bis später. Mit Hammer. Hast du Lava über mir platziert? Ich? Ja. Nö, ich bin nicht mal da bei dir. Okay. Was für ein Mensch hältst du? Ich weiß ja nicht. Ich beklau dich, ja, aber ich platziere doch kein Lava. Ja, guck, du beklaust mich, wir sind quitt. Ja, aber ich glaube keine so Sachen, die so viele wetzen. Wie du kommst zur Berliner Mauer. Ja, du hast ja Leute zur Berliner Mauer. Ja, ich bin bei der Berliner Mauer, warte, ich komm. Ich muss mal eine Nacht schlafen, Digga, weil es ist bodenlos, die Phantome, die verfolgen mich so hart, dass es... Ich muss mal eine Nacht schlafen. 5 Spieler müssen insgesamt schlafen und Karton ist AFK. Du kannst einfach Game Rule auf 1 stellen. Das ist aber scheiße, weil wenn man eine Farm bauen muss und dafür einen Zombie oder so einsperren muss, dann ist das nicer, wenn man auf der Nacht warten kann. Und manche Farmen funktionieren auch nur bei Nacht. Wer schläft jetzt niemand? Zum Beispiel, deswegen ist es am besten, wenn man die Nacht einfach lässt. Digga, wer hat denn jetzt 20 Schalker-Boxen übrig? Wissen, welches ist denn das hier? Das ist Karton, ist Base Tongi. Ja, komm, ich platziere auch ein Sniffer-Ei da. Was sind denn eigentlich das für weirde Vasen, die es hier gibt? Diese Töpfe. Achso, die kann man mit Archäologie. Sind schön? Ich glaube. Ja, ich glaube, wir denken selber. Und diese neuen Bücherregale, die sind Elit. Also Zomba? Zomba? Komm mir nach, Mytho. Digga, Zomba, jetzt. Knallt euch komplett. Wir haben Frieden geschlossen. Ich gehöre zur Piratenbande. Ich weiß nicht, welches Schild das hier ist. Was? Piratenbande? Ja. Das ist, glaube ich, meine. Das ist meins. Ich gehöre zur Piratenbande. Ey. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesehen, das Haus. Nee. Ja, das habe ich mir schon mal angeschaut. Aber nice Base. Das ist selten. Das ist richtig selten. Hast du das nicht selber gemacht? Weißt du, wieso das selten ist? Weil du es selber gemacht hast. Nee, weil das nur Witherkopf braucht. Ja, was? Ein Witherkopf? Ah, Digga, das ist ja nett. Auf dem Server hier ist es echt nicht das Problem, den Witherkopf zu bekommen. Ja, Phil, das hast du wirklich schön gebaut. Ein Witherkopf, also so ein Skelettschädel? So ein Wither-Skelettschädel? Ja. Yeah. Ach, das ist doch easy, Alter. Das... Ja, aber das ist doch raus hast hier. Hast du viele Enderperlen, Bro? Ja, das kannst du beim. Ja, die sind von der Enderman-Farm, da kannst du die unendlich holen, das sind zu viele da. Ja, alles. Boah, ich hoffe, irgendwann kann man einen Block aus Enderperlen. Ah, na, hier sind aber Enderperlen falsch sortiert, das gehört siehst du nicht. Boah, stell dir vor, irgendwann kann man einen Block aus Enderperlen craften, oh, das wäre geil. Das wäre schon geil, wenn du den wirst, Digga, einfach eine Atombombe. So random. Nee, aber dann könnte man endlich mal die gewöhnten scheiß Enderperlen von der Enderman-Farm verwenden. Ja, ehrlich. Wir haben so viele. Enderperlen-Block wäre schon cool. Ja. Ja, man hat dann auch richtig geile Enderperleffekte. Also diesen lila Bubble, die da immer rauskommen. Weiß jemand, was das Problem ist mit diesen scheiß Exolotten? Ja, keine Ahnung. Vielleicht hast du da irgendwelche. Vielleicht tun die Korallen ja irgendwelche Stoffe aussondern, dass die da irgendwie. Nein, Hirnschaden geh mal ins Wasser. Siehst du mich? Wo ich bin? Hier hinter dir. Ja. Guck mal, hier irgendwas machen. Kartongi meint, die wollen jagen. Ja, die wollen jagen. Die wollen die Truppen. Die, wenn du mit denen in dem Wasser bist, dann erkennen die dich irgendwie als Kollegen an und dann wollen die mit dir zusammen Fische töten. Truppenfische. Ja, aber hinten sind genug Fische. Truppenfische wollen die. Das sind Lachse. Das sind Lachse, die wollen nur Truppenfische. Ja, die wollen Nemo. Ja. Dann findet man Nemo nicht mehr. Gibt's kein Nemo mehr, Alter. Aber diese Schildkröte hier auch, der ist auch verbannt. Die Schildkröte tun sie auch umbringen. Welche Schildkröte will auch jagen. Die Schildkröte will Meer, verschmutzte Meere mit Meeresplastik jagen. Ja, guck mal. Das gibt's im Aquarium nicht. Dein Aquarium ist einfach... Ich will, glaube ich, die will, glaube ich, auf dem Strand dahinter. Digga, der Zomba tut dir so eine Tierfolteranstalt bauen. Ja, aber sind wir mal ehrlich, Axolotl sind so niedliche Tiere, das ist unglaublich. Ich liebe sie. Und ein Zomba, seine Frösche sind auch geil. Alter, du hast Frösche? Wie geil! Ja, ich brauche noch Schneefrösche. Und Schneefrösche? Und Wüstenfrösche, oder? Nee, Tropenfrösche sind das, glaube ich, oder? Ja, die sind vom... Ja, na, wenn wir alle drei Frosch-Types hätten, das wäre geil, dann kann man auch eine Froglight-Farm machen. Ja, diesen andere Froglights sind richtig geil. Kann man die irgendwie in den Eimer sperren und dann so tragen, oder wie muss er die irgendwie so richtig belassen blocken? Seil. Seil, oh, das dauert ja ewig, Alter.
Ich hab über netter Highway geht's. Ja, aber ich hab den 2000 Blöcke geholt. Weil da war kein Nöte. Kartonki, halt mal alle drei. Hatte alle drei? Ne, 50.000 Blöcke weg. Stark, Kartonki. Stark. Ja, war bei mir. Ja, aber Kartonki, danke fürs Angebot mit der Rüstung. Bro, wir haben den Server immer noch nicht fertig gezeigt. Wir müssen dir die Wohnungen immer noch fertig zeigen, Moritz. Das zeigt er. Ja, meine Ziegen, die zeige ich dir jetzt. Moritz, wir gehen jetzt mal in meine Base, wo ich noch nicht viel gebaut habe, aber wo ich was bauen will. Ja, aber nicht Moin Maxi, was geht? Welche Base denn jetzt? Dieses große Haus hier? Nee, das ist ein Basti-Sense, Meins ist hier, das habe ich erstmal geclaimed, aber da habe ich noch nichts gebaut hier so wirklich. Fliegen sind cursed, richtig. Ja, da musst du hier oben hoch fliegen und dann hier rein, weil die springen zu hoch. Die springen ansonsten immer raus, deswegen habe ich das so gebaut, aber warte. Was für du ist ab? Egal. Ja, wir. So, hier. Hallo Jungs. Sind alle der Inzest entsprungen? Auf jeden Fall. Mann. Vor allem hier ist die Urschziege, die Betsy, Alter. Die Betsy, Olle. Ja, Betsy. Der Betsy. Und dann gibt's auch noch Etsy. Peter. Etsy gibt's auch noch, oder? Ja, Etsy und Betsy. Ja, Betsy. Ich weiß aber nicht, wo Etsy ist. Ich finde den nicht. Ich bin auch noch Betsy. Ach, hier ist Etsy in der Ecke. Etsy. Ist das die Inzest-Ziegen? Der Ursprung aller Ziegen? Ja. Also die Ziegen sind Macher. Ja, und dann hier drüben ist irgendwie eine Raid-Farm. Ja, bei dem Netherrack. Ja, die war aber nicht ich gebaut. Da musst du mal bei Kartonki oder Camtato gucken, wie die richtig funktioniert. Ich weiß nicht, wie die geht. Du musst hier runtergehen einfach, wenn du Bett oben hast. Dann gehst du da runter und danach... Bro, sag mal, sind hier noch eigentlich Dingsbums? Hier, wie heißt hier Totems übrig? Nee, glaube ich nicht. Ich habe selber keinen. Bro, ich will auch mal ein Totem haben. Ich habe noch... Du hattest eine Totem? Eins! Weil ich dir meins gegeben habe. Also ja. Mir hat da Kartonki vorne eins geschenkt. Kartonki, hast du ein Totem für mich? Ja, Digga, du hast dich verdient. Ui, ich komme, Kartonki, ja. Ja, jetzt gibt er dir so einen Haufen Scheiße. Jetzt gibt er mir so ein Stück vergammeltes Fleisch. Aber versuch, ich fall nicht da rein, ne? Sonst stimmt's. Dankeschön, Kartonki. Sag's doch nicht, jetzt möchte ich erst recht mal reinspringen. Was ist denn das? Sag mal her. Was ist denn das? Was ist denn da unten am Ende des Ganges? Oh, Junge, ich hab was reingemacht. Bro, da ist eine Killchamber drin. Der kommt jetzt nicht mehr raus. Oh, ich hab mich noch rein, alles gut. So, und dann hier drüben ist noch eine Creeper-Farm dann. Wo? Ja, die hat übrigens auch wieder ich gebaut. Ach nee, das hab ich ja schon gesagt. Das haben wir hier. Nee, das hast du noch. Scheiße. Ja, warte. Hier. Da ist sie. Alter, ist die hässlich. Ja, warte drauf, wie du den Babus-Farm siehst. Ja. Was noch nicht fertig ist. Egal, aber Gunboarder ist auf alle Fälle ein bisschen warm. Ja, aber da gehen nur die drei Kisten hier vorne. Die anderen habe ich noch nicht angeschlossen. Die werden nicht befüllt. Ja, aber Gunpowder macht die schon ganz nice. Ja, ich hab die Farm jetzt gefüllt. Auch mal ein bisschen. Achso, ja, warte mal. Ich kann gleich auf Fahrt stellen. Ja, und jetzt können wir den Dings anschauen. Bambusfarm. Ja, den, da wird nämlich den Bambusfarm. Den Bambusfarm. Ja, den habe ich. Ja, hier gleich nebenan. Den untere Teil habe ich fast fertig. Ah, okay. Ja, das wird mal eine Bambus- und Zuckerrohrfarm. Also ein Layer Bambus hier, das alles ausgefüllt. Was das ist dann praktisch ist das? Viel. Und dann noch also, Sugarcane. Wieso? Ja. Zwei Reihen sind vier Stacks. Zwei Reihen sind vier Stacks. Egal, und die sind noch nicht mal fertig. Ja. Was wird das hier? Wir brauchen noch Erde. Und das wird was hier? Ja. Es wird eine Bambusfarm. Und den baut ihr mit Bambusboden? Ja. Und den baut ihr, bevor ihr die Farm habt. Baut doch erst die Farm und dann habt ihr... Das haben wir eine kleine Bambusfarm. Die kann ich auch noch zeigen. Dann müssen wir aber wieder zurück zur Insel. Und dann, wenn wir hier erstmal fertig sind, können wir dann auch noch... kann ich dir noch das End zeigen, weil ich muss selber mal ins End für die... muss nämlich mal meine Elytra repairen, dann kann ich dir gleich noch die Creeper-Farm zeigen. Ach, das ist das eure Bowls, Fabio? Nee. Danke. nee, das Ding ist, habe ich... die ist hier drüben. Das ist eine kleine Fighting-Area noch. Die ist hier, die Bambus-Farm. Ja, die ist voll, aber jetzt... Also, wir können... Ach, die ist komplett voll? Die ist gerade komplett voll. Oh, ich bin reingefallen. Oh, nice. Da kommt eine komische Maschine auf mich zugefahren. Hier kommt eine komische Maschine auf mich zugefahren. Ja, da stirbst du instant nicht. Du kannst sterben. Oh ja, bitte, töte mich. Töte mich, ich kann das nicht mehr. Ja, da sah er nicht mehr aus. Kommt raus? Digga, ich habe einfach schon einen Stack Bambus in die Stand dann drin. Ja, und hier ist Sugarcane. Wie, du hast du den Sugarcane-Farm jetzt gelootet? Nein, aber da ist nur in der oberen was drin. Ich weiß, irgendjemand kommt hier immer hin, lootet alles, lässt nicht mal ein Stack da. Ich schwöre, ist mir egal. Imagine, das bin einfach ich, der einfach nur dafür online kommt, um eure Sugarcane-Farm zu machen. Ja, und hier ist noch ein automatischer Smelter, den der Kartonki mal gebaut hatte. Ja, und ich da kannst du dann hier oben in die Chest alles reintun und dann kommt das da automatisch, weil das dann, ja, Kartonki lässt immer zwei Stacks da.
Naja, das habe ich mit denen schon geklärt. Ich glaube, das ist der Bast. Oh, Digga, dieser also Redstone-Block, der leuchtet so geil, Alter. Oh mein Gott. Ja, ich liebe den Shader. Digga, ey, das muss ich kurz mit euch scheren. Ich das bei meinem Shader auch brauchen. Mach jetzt. Moritz, ich hab ne kleine Geschenk. Mit meinem Shader? Digga, look at this motherfucker, Digga. Look at this motherfucker. Bei meinem Shader leuchtet's nicht. Guck dir das mal an, Digga. Rote. Digga, es ist so geil. Kleine rote Bitch, Alter. Mach mich nicht so geil. Oh, 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 da wird er geil auf dem Dingsbums. Geil auf dem fucking Redstone-Block. Ja. Und dann, und der haben wir noch sorry. Eine kleinere Iron Farm, haben wir auch noch. Digga, die leuchtet, der leuchtet so geil, Digga. Ich könnte ihn stundenlang angucken. Moritz. Ja. Scheiße! Ich hab nicht getroffen. Jetzt muss ich ihn holen. Fuck, wo ist denn der hin? Wo hab ich den hingeworfen? Gesehen. Ich hab nicht gesehen, wo ich den hingeworfen habe. Ah ja, danke. Mit welchem Ding kommt er zurück? Mit welchem Enchantment? Loyal. Muss ich so, auch und jetzt drüben ist noch ein bisschen eine simplere Iron Farm. Ja, der funktioniert aber richtig geil. Ja, die ist noch von ganz vom Anfang, aber... Ja, die ist halt langsam. Ja. Die ist auch einfach nur zu dick, oder? Die ist auch denkmalschutzgeschützt wie mein Haus. Und das hier, Alter. Keine Ahnung. Digga, welcher Kick hat denn sich den Eingang eingefallen lassen? Ehrlich. Mach mal zu. Ey, mach mal die Decke zu, da bei dir. Ach, komm rein. Das kann ich auch rein. Die geht nicht. Doch. Du hast dich in den Job. So, ich bin drin. Ja, wie kommst du jetzt wieder raus? Digga, ich komm nicht rein. Nee, ich kann nicht rauskommen. Digga. Wie wär's denn mir einfach den Block hier abbauen? Meine Fresse, Geld, ich komme. Nee, das wird zu tun. Rein mit dir. Rein ins Loch. Wenn du sonst schon keine Löcher abkriegst. Rein. Ich wort! Meine Armor okay. Geht fast kaputt! Meine okay. Armor! Wow. Ich schlag dich mit dem Kompass, ne? Ich schlag dich mit nach Hause, Alter. Ich hab ihn mit dem Kompass angehauen und seit Abend. So. Ja, ich hab die nicht gut enchanted, ich weiß. Du hast so. Soll ich dir jetzt noch das End zeigen, Moritz? Warte mal, wo bin ich denn gerade? Warte ganz kurz. Jo, zack. Okay, dann musst du zum Highway kommen. Zum hohen Weg. Wir treffen uns im Nether. Komm mal, Pido. Du musst mal zu Karton gehen. Gleich. Ich glaube, er kann dich auch hören, wenn du einfach redest. Okay, warte kurz hier. Ich regel das kurz. Ah, ich warte kurz. Ich regel das kurz. Ich kriege das kurz. Jetzt gleich gesagt, ich schläge. Kartongi, was gibt's? Ach, chill, ich ganz kurz. Wo? Ja, warte! Das. Dankeschön, aber. Der wird auf einmal geil. Das ist schwierig, das jetzt alles aufzunehmen, weil ich habe keinen Platz im Inventory. Wo seid ihr? Dankeschön. Ich bin im Nether. Kartongi hat mir gerade eine heiße Rüstung gegeben. So. Moritz. Warte ganz kurz. Ja, hast du auch gesagt. Nein, warte, Digga, ich muss kurz eine E-Mail lesen. Dem Kursteilnehmer. Digga, ich bin noch nicht mal in seinem Kurs. Ich bin ne. Oh, ich bin noch eine ganz normale Klasse. Oh Gott. Ich beschütze dich. Ich hab noch nicht mal einen Enderman angeguckt. Oh Gott, bin fast tot. Heilige Mutter. Nein, du hast jetzt nicht die Respawn-Points. Jetzt bin ich bei Kartongi, Digga, Maus. Was? Bei Kartongi? Du meinst bei einem Zomba, oder? Nee, ich bin bei Kartongi, Maus. In seiner Scheune, die aussieht, also das Haus sieht aus wie eine Scheune. Lass bitte mein Stuff liegen. Scheune? Ich bin gleich da. Das Haus sieht aus wie eine Scheune, eine übergroße Scheune. Du meinst das dunkle Haus? Naja. Das ist nicht böse gemeint, Mann. Nein. Digga, liegt ganz viel Stuff jetzt hier einfach raus. Du gehst nicht durch den End. Nein! Du gehst nicht durch den Portal. Warum? Nicht du, der Pito. Ich komme gleich. Digga, das ist auch nicht meins. Achso, das ist Kartongis. Sorry. Ist das auch deins? Ist alles deins? Jetzt bin ich klar verwirrt. Da ist noch ein Kompass. Danke. Es ist auch nicht meins. Bro, Max, ich soll, wenn es nach dir geht, immer irgendwelche Horror-Games zocken. What the fuck? Gehen wir mal durch, ne? Gott, ich krieg gleich einen Anfall. Ich seh nix, ich hab keine Frage. Ich muss diesen Drecks-Shader ausmachen, Ari. So, ich warte jetzt danke dir. Thank you, Kartongi. Let's go, kommst du mit, Kartongi? So. Ja. Wir gehen jetzt ins End, weil ich muss auch meine Sachen reparieren. Ja, wohin müssen wir? So, wir müssen nachher hinten. Wir haben auch noch ein anderes Endportal, aber das ist das nächste zur Insel. Aber pass auf. Also Max, ich glaube eher nicht. Kannst du richtig schnell runterfahren. Am Dienstag findet zur Gewohnzeit Unterricht über die Konferenz hier bei Lernzeit einfach im Kurs aus Corona starten. Anloggen ist einfach das Thema Mitose. Oh nee, Digga. Mitose! Oh, das war ich auch noch. In Biologie hatte ich das. Mitose ist super. Ehrlich. So. Was hast du für Fische? Ja, und hier vorne ist dann die Enderman. Ich habe noch nicht gewählt. Ich muss noch... Also ich bin erst älter. Ich mach 13 Jahre. Deswegen muss ich... Ja, Max, irgendwann wollte ja, ich das ja, mal ja, ich spielen. Weiß, aber hast du noch keine Fische gewählt? Ist das bei euch nicht so? Nee, das ist erst 12. Also, wenn man 13 Jahre macht, wählt man erst in der 12 Kurse. Okay, bei uns ist das schon in den 11. Ja, wenn du richtiges Abitur machst, bei uns auch. Aber ich mache so, kein Fachabi. Das zählt auch als richtiges Abitur, aber... Muss halt, weil ich da vorher Realschule gemacht habe, sozusagen ein Strafjahr machen.
Deswegen mache ich Lateinlehrer. Ja, es ist sozusagen ein Strafjahr in Theorie, weil ich Realschulabschluss gemacht habe und nicht direkt Abi, muss ich ein Jahr länger machen. Und deswegen ist es bei mir alles ein bisschen verschoben. Deswegen mache ich Kurswahl erst ab der 12 und dann 13 schreibe ich Prüfung. Das ist dumm. Ja, das ist dumm, aber ist halt so. Ja, wir haben nur über 12,5 Jahre. So, Moritz. Ich habe da noch eine wichtige Frage an dich. Digga, es ist so laut, es tut mir leid, ich kann gar nichts hören. Und zwar musst du einen Platz für dein Haus wählen. Mach es nicht neben Pito. Naja, nicht wahr. Ja, neben mir wird es schwierig. Na, wobei, ein Platz wäre neben mir sogar noch Platz an der Küste. Du dummer Hurensohn. Du hast dich erschrocken, ne? Dann noch, warte, ich muss kurz gucken, was der Bre noch geschrieben hat. Warte, erstmal halbe Stunde. Informatik am 8.1. Okay, also Info und. Oh Gott, das ist. Ein... Wieso starten deine Lehrer jetzt schon? Sag mal, wann hast denn du eigentlich wieder Schule? Montag. Achso. Sag mal, von wo bist du? Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz. Ihr habt doch keine Ferien mehr, ne? Am Montag. Ach, ihr habt diese Woche noch Ferien gehabt? Nee. So, wir können jetzt wieder auf die Insel. Ich kann doch nicht, seit 6 Stunden durchgehend gezockt, Digga. Der Geisteskranke, Alter. Der Geisteskranke. Ey, voll easy, mach ich auch manchmal. Also, naja, manchmal. Ja, aber du arbeitest. Also, im Vergleich, also Kartongi traue ich zu, dass er auch noch was anderes zu tun hat, manchmal aus Minecraft. Heute ist halt einfach mal ein Ausnahmetag gewesen. Aber, ja, aber du hast ja eh nichts zu tun, du fauler Sack. Was soll das denn heißen? Ich arbeite Vollzeit. Du hast Krankenschein, laber nicht. Ja, okay, jetzt immer Ausnahme. Das hat auch einen Grund. So, Moritz, wo willst du wohnen? Wo bist denn du gerade? Auf der Insel. Ich bin auch auf der Insel. Wo bist du? Das ist mein. Ich bin Zomba. Ich kenne mich eh. Ich mache einfach nur den spontanen Bre, der einfach immer mal wieder spielt. Ich glaube, ich brauche niemand richtige Welt. Doch, brauchst du. Brauchst ein Zuhause, wo du immer wieder zurückkommen kannst. Wo hat der Pito gewohnt? Wo hat der Pito deine Base gehabt? Neben dem übergroßen Haus von Basti. Ich sehe schon seit Rand. Ich weiß nicht, hat der Basti sich den Strand hier nebenan geklebt? Ich glaube schon, ja, da steht der Basti. Würde ich mal die Insel hier nicht nehmen, weil die hat sich da bestimmt der Basti geklemmt, hier diese Halbinsel noch. Ist ein bisschen abgetrennt, deswegen. Der kann eigentlich bei mir wohnen, also wenn er so manchmal. Naja. Ich bin kein intensiver Minecraft-Player. Aber das muss ja alles ein bisschen vorgebaut werden, so? Bitte, komm mal zum Sniff-Insel. Ja, komm. Oh! 3 neue Sniffer! Ja, nichts großes Claim, er hat die halbe Map geklemmt. Ja, du wärst schon relativ viel. Breitet sich der Skalk ehrlich aus? Ja, ja. Nee, ja. Das ist geil. Gut, dann hab ich's auch nicht richtig gemacht. Dann block ich das auch. Das ist eigentlich safe. Willst du noch was haben? Willst du noch welches haben? Ich hab noch 27. Ah, das ist ein Funkkarton. Platzier es einfach hier irgendwo. Sollst du hier hin platzieren? Ja, ja, irgendwo platzieren. Oh, das sind ganz viele Sniffer. Wenn du dieses Boden rein oder einfach richtig gemacht werden würde, was ich noch fixen muss, dann kommen auch die ganzen Items, die raussniffen, dann automatisch in die Kisten. Ich klebe jetzt den einen, weil du den links geklaut hast. Das muss ich halt alles noch fixen. So, und jetzt haben wir hier bis jetzt nicht 2. Also wir können eigentlich den Basti diesen Strandabteil wegnehmen. Der wird das eh alles vollbauen. Oh, Babysniffer! Oh mein Gott, sind die süß! Ja, das sind das geile Dinger. Ich bin so froh, dass sie nicht mal einen Bolt gewonnen haben. Ja, aber die machen nichts. Ja, das ist ja das Niedliche. Ja, guck ihn dir doch mal an. Der ist einfach so arschniedlich. Das reicht mir aus. Mini Pandas. Bin ich auch froh, dass es die gibt. Der könnte eigentlich da hinten links. Wo? Ja, beim Dschungel. Ist das so weit weg? Keine Ahnung, kann er bei mir. Ich kann auch nur Unterwasserbasis hier machen, wenn du Conduit Power irgendwo hast. Ja, stimmt. Das muss auch machen. Dann kann ich mir noch ein Conduit bauen irgendwie. Habt ihr dafür ein Zeug? Ich hab keinen Bock, das Zeug zu bauen. Nee. Oder Container oder glaube ich noch mal einen zweiten. Wir haben doch glaube ich 2. Ja, aber dafür brauchst du Shells. Na, darum geht's ja. Die Shells sind da eben der. Nee, der hat schon einen fertigen, glaube ich, gebaut gehabt. Wer denn? Der Container. Oh Gott, meine Lyra ist was kaputt. Moritz? Ja. Findest du Panda süß? Ja, nein, das ist kein Panda. Mann, der arme Panda! Ey, den Panda-Kopf gezeigt. Ja, ich bin den Panda-Kopf gezeigt. Hast du schon mal meinen Trophy? Denn was? Komm mal mit auf meine Basis. Auf deine Basis? Ja. Tongi, warte mal, ich lauf voll in den Fall drin. Nee, diese Insel, weißt du, mit dem Lava. Ja. Ey, versuch, ich hab nur keine Elytra deswegen. Mit Elytra ist im Arsch. Brauch Mending, ehrlich. Und Unbreaking. Ja, dann komm mal mit ab noch Dings. Boah, wenn du dir hier so eine Unterwasser-Base machen würdest, das wäre schon geil. Wäre schon geil, ne? Ja, dann kann er in die andere Seite. Guck mal. Und hier die obere Kiste. Alter, bitte, was? Du formst zu viel, echt. So, boah, Kartongi hat Stuff für so ein Ding, meinte. Kartongi, echt, hat er gesagt? Gib mal deinen Elytra. Ach, der hat. Oh, dann mach ich gleich einen Abstecher zum Karton. Hat er echt, hab ich gelesen. Ja, dann könntest du hier unterirdisch, hier unter Wasser so ein Ding machen. Das
wäre ehrlich geil. Und ach, geil. Ach, der hat ehrlich einen. Das ist geisteskrank. Ja, aber du brauchst diese Prismarin-Blöcke. Aber die sind das Problem, glaube ich. Danke, aber Max, der Zauber macht doch Informatiker. Mann. Aber ich glaube, dass mein Conduit bis dahin reicht. Weiß ich nicht, deswegen. Doch, der reicht. Wo bist du jetzt? Der reicht bis, also hat zwischen meiner Insel und Pitos Insel, wobei der Brücke ist. Wo ist der Conduit überhaupt? Wo steht der? Meine? Ja, der einfach, der, nix, der Conduit, der hier am nächsten ist. Wo ist denn der? Der ist hier im Dings, im Wasser. Quasi von da aus, 100 Blöcke, mein Zweistand. Die Dinger habe ich halt ehrlich noch nie gebaut. Oh nein. So, wir müssen das, können das irgendwelche Prismarinblöcke sein, ja, ne? Ja, mal gucken, Max, mal gucken. Weiß ich jetzt noch nicht. Nein, nee, dann mache ich den einfach, da baue ich den mir ein. Ja, aber wie gesagt, der reicht bis... Ah, trotzdem. Also überall, deswegen reicht es auch. Habt ihr irgendwo ein Ozean-Monument, das schon geklärt ist? Nee. Doch. Der Kim. Habt ihr? Der Kim hat... Ach, wir müssen da auch mal eine Farm für bauen. Ich glaube, der hat Guardian. Ja, du mit den Captain. Ja, Max, theoretisch dieses Wochenende, aber ich muss dieses Wochenende eh nicht arbeiten. Ja, die sind alle weg bei uns. Ja, okay. Aber trotzdem kleinen Scheiß. Die kleinen Scheiße müssen wir nicht sein. Ach, hier ist einer, ja. Ich will nur die Blöcke fahren. Ja, leider noch. Digga, machen die Därme. Tschüss. Wo wollen wir Bambus? Digga, das ist jetzt nicht dein Ernst. Nice. Stop, nice. Ist ja, Digga, ich denke so, boah, Mann, die viel Schaden, aber immer bam, 3 Stück, ich bin direkt tot. Und da trotz Full Netherite, das zuckt sich anscheinend gar nicht zum Preis. Egal, dann hab ich bestimmt. Alles gut, Karton, ich hätte es auch geholt. So. Nee, Karton geht nicht, da stirbst du selber. Bitte? Ja, die machen alle viel Schaden, natürlich gut. Ja. Man muss dran weitermachen. Ah, ich weiß gerade nicht. Ich hab mir eine Idee, ich hab mir ein Design für einen Cobblestone Generator überlegt, der über 1 Million Cobblestone pro Stunde hat. Das muss gar nichts. Aber dann haben wir genug Blöcke instant, um die Bambusfarm fertig zu bauen. Nein, wir haben ja schon fertig Blöcke. Meinst du? Mein Bambusfarm ist ja voll. Aber da aus einer kompletten Bambusfarm wird dir kommt nicht genug Blöcke raus, glaube ich. Doch. Einer ins Wasser. Karton, die holt er jetzt mein Zeug. Weil ich hab den ja halb voll schon. Also, da brauchst du nur noch Erde. Was ist jetzt mit Stuff holen? Digga, scheiße. Ach, da fliegt er da oben. Da muss ich auch noch die Flying Machines. Die 1-1 fliegt er da. Also da, hast du das jetzt ehrlich geholt, Karton? Ja, aber genug Dings hast du ja auch. Digga, der hat das ehrlich alles geholt. Ey, ich weiß. Mir hab ich grad keinen Bock, die Dings fahren zu machen. Digga, es ist geisteskrank mit dem Bericht. Der ist so ein Ehrenmann. Ey, na Max, du musst einfach die Nachricht hier drauf reagieren, du weißt schon. Das kann ich mitfliegen. Warte, ich komm mit dem Karton. Also ich würde erstmal die Cobblestone-Farm machen, Zombie. Weil dann haben wir nämlich pro Stunde, die produziert pro Stunde über 100.000 Cobblestone und 100.000 Cleanstone. Dann haben wir für alle Farmen immer genug Building-Blöcke. Ja, aber wenn wir die Bambusfarm fertig haben, genug. Ja, aber manchmal braucht man auch Stein dafür, weil Feuer dabei ist oder Lava. Ich würde erstmal die Cobblestone, weil die dauert auch nicht lang. Die braucht nicht mal viele Ressourcen, die braucht vielleicht 1.000 Blöcke oder so. Ich glaube, wir haben alles. Nur 1.000. Nee, das ist nicht viel. Das ist nicht mal ein komplettes Inventar voll. Mit Bambus nutze ich ja nichts. Ja, keine Ahnung, wir haben nicht mehr. Das müsste es gewesen zur Bambus-Plattform. Okay, genau, wo waren die? Moritz, wir müssen uns trotzdem Gedanken machen über dein Base-Placement. Ja, irgendwo unter Wasser. Boah, ich so eine Frage. Aber wo unter Wasser? Das ist ja die Frage. Das ist eine gute Frage, weil. Das ist die wahre Frage. Digga, geht's ja ab. Können wir schlafen? Nee, Gott, Digga, Karton geht einfach ein. Er hat da ehrlich alles ausgebucht. Danke dir. Ja, über. Ich lasse das fahren, ich mach das später. Moritz, wollen wir jetzt gleich dein Base Placement machen oder später? Wir können das jetzt entscheiden. Okay, dann machen wir das jetzt schnell. Danke dir. Oh, kein Ding für den King. So, und dann, jetzt muss ich kurz gucken, wo ich da mal baue. Jo, da ist der. Kommen Sie mit. Ich folge dir. Ich würde ja persönlich gesagt vorschlagen, dass Sie sich in der Bucht niederlassen. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Du kannst doch neben den Axolotls hier. Sind diesen kleinen lieben Schlüchtchen. Dieses Ding hier. Hier ist so. Loch, ja. Dieses Loch, ja. Hier. Nein, ja, warte mal, wo bist du? Ja, vor dir. Hinter dir. Neben dir. Links im Wasser. Ach, hier. Ja, dass du hier so lang gehst, dass du dann praktisch direkt neben Zomba sein Dings andockst, weil dann hast du nämlich auch noch den Unterwasseratmungseffekt, ja. Du weißt schon. Dann kannst du zwar trotzdem noch einen platzieren, theoretisch, dass dann die komplette Bucht hier unter Wasser so ist, aber dann ist der Bereich hier schon mal, dann kannst du hier... Oder Zomba, bist du fein damit, wenn der Moritz hier sein Dings hier hin macht? Nö, hier wollte ich eh nichts. Bist du fein damit? Nö, hier wollte ich eh nichts hinmachen. Schön. Na ey, dann begrade ich hier einfach dann im Laufe der Zeit alles und dann wollte ich eine kleine Glas, kleinen Glas gucken. Boah, ich kann diese Farm nicht bauen, wenn es dunkel ist, wenn du guckst. Schön, Hammer. Theoretisch schon, Karton gibt praktisch schon nicht, die mir einfach irgendwann mal, wenn ich sie brauche. Ich fange jetzt eh noch nicht. Eine Schildkröte. Oh nein, Babyzombie. Oh, du Babyzombie, komm, sacken. Oh, komm, ich töte dich. Ja. Oh,
ja, Zombie brauche ich auch. Ich weiß nicht, Zombie. Mir ist noch alles okay. Crap. Oh, die ganze Zeit mit. Echt. Fatongi, du pumpst mich voll wie so ein Sugar Daddy, ey. Ja, das ist halt, wenn man alles hat. Ja, ehrlich. Der hat ja mir noch Schwämme gegeben. Aber der macht das gut, weil das habe ich auch bei ihm gemacht, weil er nicht raus oder nicht viel sagt. Gib ihm. Stark. Frau Moritz, ich habe eine Idee. Ja. Komm mal hier ins Wasser mit rein. Ja. Hier, wir tauchen mal kurz. Komm mal her. Eifstrand. Wieso spawnt hier kein Zombie? Wieso kannst du das. Kannst du das Spiel auf hart stellen? Ist auf hart. Ja? Ja. Ja, es sind bloß gerade mehrere Leute online. Das wird halt jetzt gesplittet auf die ganzen unterschiedlichen Leute. Deswegen bekommt der Einzelne weniger. Hier, warte. Moritz, wenn du hier so unterschiedliche kleine... Wenn du jetzt hier nicht wie der Zomba jetzt so direkt mit so einer Glaswand absperrst, sondern wenn du hier wie so kleine unterschiedliche Glaskuppeln hier reinbaust, weißt du, wie ich meine? Wie so eine kleine unterirdische Wasserbasse, einfach so hier eine große Kuppel, dann eine kleine Kuppel, dann eine kleine Kuppel. Ja, und sich das dann alles so miteinander verbindet, aber halt so, dass das Wasser hier halt noch bestehen bleibt und auch nicht so eingekesselt wird, weißt du, wie ich meine? Ja. Hier spawnt kein Mobs. Also ich weiß, was du meinst, aber ob ich intelligent genug bin, das umzusetzen. Es gibt auch so eine Website, da kannst du dir so Kuppeln generieren lassen. Dann kannst du so symmetrische Kuppeln einfach bauen. Ja, die müssen halt auch reinpassen, muss aber denn. Da muss ich viel rausgraben, ja. Hier, dieser ganze Flop hier müsste weg. Das wäre alles, müsste ich weg. Dann würde ich die Hauptkuppel irgendwie hier in die ganze Zeit. Dann kannst du hier so eine große Hauptkuppel und dann immer so kleine. Eine kleine Kuppel, da kann da noch eine kleine Kuppel und da noch eine kleine Kuppel. Passt, dann haben wir drei kleine Kuppeln. Ich weiß schon, eingangmäßig weiß ich noch nicht so ganz vorstellen. Vielleicht machen wir das mit geiler Eingang. Mit so Science oder Trapdoors. Weil da wird ja das Wasser geplockt. Ja, sieht da ein bisschen mehr aus. Science. Na, wenn du so eine Glaskuppel machst und damit so Eisen-Trapdoors, die dann so. Weißt du, dass das so ein bisschen so einen mechanischen Stil hat? Oh, ja, du hast recht, ja. Ach, dann, die kommen auch unter Wasser. Egal, die kommen auch unter Wasser. Das hab ich auch gerade gedacht. Oh, wie muss das hier mit Shader aussehen? Ui. Mit Shader ist das lit. Ist lit. Ja, mit Shader ist das so geil, ehrlich. Halt da. Ja, mit Shader ist das geil. Ich muss das mal ohne Shader bauen, damit, wenn es ohne Shader kacke aussieht, sieht es ja auch. Ja. Ich hab einen Phantomkopf. Guck mich an. Ja, Mann. Komm her. Ich bin hier. Wollen wir ganz kurz drüber reden, wie geil dieser Phantomschädel aussieht? Boah. Ja, das sieht so dumm aus. Wie viele Phantomschädel hast denn du schon? Zu viele. Töte diese nicht. Du willst wohl Skype bei dir ausbreiten, oder was? Nein. Strand ist meiner. Welchen Strand meinst du? Der Strand hier drüben, so. Wo das Sugarcane ist. Also nicht das beim Zomba das, sondern der dort dann. Ach, da nee, alles gut. Da steht doch gerade ein bisschen mein Zeug. Das ist, kommt weg irgendwann. Irgendwie kein Stress, kommt. Das ist irgendwann weg. Das ist nur hier da, wo irgendwo ein Platz, wo ich das Zeug hinstelle. Kommt weg. Digga, wem gehört? Ja? Ja, nee, als Zwischendings, alles gut. Ich stelle das nur noch zwischendurch mal hin, wenn ich bis da unten mal irgendwie eine Kuppel habe, die platt ist. Ja, was ist Moritz? Gehört ein das ganze Zeug? Ja. Digga, Kartongi. Der Reißer wird sich hier ganz schön batzen, ey. Digga, guck mal, hier sind noch mehr Sniffer. Die ganzen Sniffer. Ich möchte auch welche haben ohne meiner Kuppel. Ja, du kannst auch eine Snifferkuppel bauen. Digga, ja, eine Snifferkuppel, Digga, wäre das geil. Na, da oben im Himmel bei mir, das wird ja auch eine Snifferkuppel. Oder Wasser-Snifferkuppel. Und wenn ich sie nicht mehr brauche, ertränke ich sie einfach. dann tust du, durch einen Unfall fließt auf einmal Wasser ein und die komplette Kuppel steht unter Wasser und alle ertrinken. Oh, das war ganz ungewollt. Tragischer Unfall, alle. Zombies, kein Armor. Oh. Doch, eigentlich schon. Mann. Doch. Ich ist einfach zu. Ah. Ich hab ihn einen Armor. Boah, das wäre geil, wenn hier auf der Insel noch ein paar mehr Leute auch unterirdisch was bauen würden. Ja gut, ich höre erstmal auf für heute, dann reicht. Ich bin nervlich am Ende. Kleiner Spoiler, er wird in 3 Wochen wieder online. Und das Geile so, ist, das ja, das war der Plan für die Kuppel. Okay, in 3 Wochen werden wir sie dann anfangen zu bauen. Dark. Was meinst du, Karton, wie mit so wie wir? Das sind 3 Wochen, wo da gespielt wird. Jetzt schon. Ja, Digga, ich bin Frühschläfer. Dafür stehe ich auch morgen früh schon 7:30 auf. Und wird auch älter, das ist so. Ich bin heute 15 aufgewacht. Digga. Ja, ich auch. Da kam ich schon von der Schule wieder drum, Drecksäcker. Ja, ich hab noch viel. Unterirdisch? Ich baue doch gar nicht so viel unterirdisch. Rheinland-Pfalz, du Ritter. Ich habe eigentlich gar nicht so unterirdisch bis jetzt gebaut. Naja, gut. Geistig mache mich dann mal auf vom Acker. Ja, war ja, schön. Ja, mein, ne? Karton geht, wer ist noch alles da? Muss eigentlich da Phil, also Karton ist sein Bruder. Ja, Karton geht, dass auch mehr unterirdisch gebaut werden soll, weil ich habe ja gerade eben gesehen, hier, wenn du dort den Gang lang gehst und dann zu den Melonen dorthin kommst, geil. Kann man ja mit den Lianen dort auch irgendwie in so ein, in die Höhle rein. Da habe ich mir gerade vorgestellt, wie das wäre, wenn auch die kompletten Höhlen so mit Gängen durchgezogen wären und überall auch da unten drunter was wäre. Das wäre ja auch ziemlich geil. Also geil, einen schönen Abend. Ja. Wir sehen uns. Haut rein. Ja. Ist dein Scheiß. Okay. Ich guck mal nach, ich tu mal mein Design für die Cobblestone Farm weitermachen, weil das habe ich nämlich noch nicht ganz fertig.